So, willkommen zurück bei Edna bricht aus. Ich weiß gar nicht, was wir in der letzten Folge gemacht haben, aber wir haben hier vorne noch eine Tür und die würde ich sagen, begutachten wir gerade mal. Da war es relativ dunkel. Ich tatsächlich relativ dunkel, meine Damen und Herren. Deko, was haben wir hier denn schönes? Fingerfood. Ach, ist das knuffig, aber wer zur Hölle quartiert sich? Lichtschalter, erstmal anmachen. Überraschung! Huch! Wer bist du denn? Ist vollkommen überdreht. Genau, also wer bist du denn? Tja, wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. P? Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Ja, das ist vielleicht die bessere Idee. Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Ja, gut, das sieht danach aus. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Das Problem ist aber, dass absolut keiner Bescheid weiß, aber naja, gut. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay? Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Es ist mal gut. Dein Wort reicht mir aus. Aber, ja gut, eben interessanter Raumwahl. Das sieht hier mir nach Toilette aus. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig. Oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Also es gibt sehr, sehr viele andere Räume, wie zum Beispiel eben die Bar. Wie wär's mit der Bar? Die eignen sich dazu. Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Ja, und da können wir aber noch hier woanders hin vielleicht. Wie wär's mit dem Kaffeeraum? Oh, nein! In diesen Raum gehen wir nicht mehr. Einmal sind drei Menschen dort drinnen verschwunden. Es waren Schauspieler. Ich glaube, sie wollten für ein Stück vorsprechen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Okay, aber da hast du noch ein paar andere Möglichkeiten. Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein! Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Naja, aber hier mitten, hier ganz voll Premium und so. Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Ach. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Dröggelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Ja, aber... Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Voll schön hier, aber... Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, hm? Okay, dann hab aber noch ein bisschen Spaß hier. Hier, da. Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. So, Fingerfood Dip, anschauen. Bohnendip, direkt auf der Toilette serviert. Sehr ökonomisch gedacht. So nehmen wir mal mit, oder?
Können wir mitnehmen, wunderbar. Was haben wir noch? Fingerfood. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Aber ich glaube, das ist hier geil. Mitnehmen. Ich will nicht gleich alles nehmen. Ja, aber der Bohnendip war in Ordnung. So, was hältst du davon? Na, ihr Appetithappen? Es bringt sich Appetithappen. Ach, Appetithappen. Aha, ich bin ein Appetithappen. Oh, natürlich. So, da haben wir noch Chips. Wollen wir die Chips? Petra, geh da mal weg. Ich will mit den Chips reden. Nein, ich will die Chips mitnehmen. Nehmen. Chips. Wunderbar. So, Petra, warte mal. Wenn ich das Licht ausmache, dann ist sie doch bestimmt wieder hinten drin, oder? Petra, mach mal die Fliege da. Oder ich... Naja, gut. Was haben wir denn noch? Lichtschalter-Tür. Deko nochmal angucken kurz. Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Wenn du Skorpion bist, dann bin ich Hummer. Lecker. So, dann gehen wir, wie sagen, wieder raus. Wir haben hier nichts mehr Großartiges. Jetzt haben wir, was haben wir mitgenommen? Chips und Bohnendip. Nein. Aber warum nicht? Zu naheliegend. Ah, gut, okay. Ich würde das lieber woanders aufbewahren, so ein bisschen weiter weg vielleicht. Chips mit Ketchup. Ja, Chips mit Ketchup. Ja, nicht übel. Durchaus lecker. Aber ansonsten, was könnten wir noch machen? Bohnendip. Ich meine, der ist ja für Peter gedacht, theoretisch. Der ist ja für Peter gedacht. Vielleicht könnten wir ihm den ja irgendwie seine Chips und seinen Dip zukommen lassen. Also vielleicht können wir ganz so deprimiert werden. Im Prinzip müssen wir ihn ja aufheitern. Mehr Räume haben wir hier eigentlich nicht. Das heißt, jetzt fängt der Teil an, wo wir rätseln müssen. Das haben wir alles entdeckt und jetzt müssen wir schauen, dass wir das alles irgendwie kombinieren. So, was hältst du von den Chips, Peter? Ach so, ich sollte vielleicht auch die benutze Chips mit Peter. Willst du was zu knabbern? Ich habe schon genug an meinem Leben. Schade. Ich wette, es schmeckt ziemlich fad. Wie Butter auf zu viel Brot verstrichen. Und dann nur noch ranzige Leberwurst im Haus. Oh, sie ist ja freundlich zu ihm. Bohnendip vielleicht. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Macht's auch nicht besser. Aber er nimmt es zumindest. Warum ist er weg? Er ist weg. Ich kann das Licht anmachen bestimmt, oder? Ich kann ein bisschen Licht anmachen. Ah, sieht doch schon viel freundlicher aus hier. So. Barhocker, jetzt können wir es mal draufhocken. Keine Zeit zum Ausruhen. Nicht? Dann können wir jetzt aber was bestellen, oder? Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Oh, einen Grog bitte. Einen Grog bitte. Den servieren wir hier nicht mehr. Was ist passiert? Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Abenteurer. Ja, netter Kerl eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Dann hat er in eine Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh. Dr. Marcel ist mir sehr sympathisch. Barmann? Ja. Yep. Glas Wasser, weiß ich nicht. Hier, da. Ein Glas Wasser, bitte. Steht nicht auf der Karte. Tatsache. So, Barmann? Dann was haben wir noch Schönes? Bidi-Badi-Bu. Einen Biggidi-Baggidi-Bu, bitte. Steht nicht auf der Karte. No, dann halt nicht. Barmann? Ja klar, es steht nur Stinktrink drauf, aber ich finde alles andere irgendwie cool. Komplettlösung? Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja, die hättest du wohl gerne. Steht aber nicht auf der Karte. Könnten wir nicht einfach... Ich meine ja, wir haben die ja, also... Was soll ich schreiben? Puh. Ja, erstmal nichts. Also erstmal wollen wir einen Stinktrink, bitte. Einen Stinktrink, bitte. Ein Stinktrink kommt sofort. Wie nett, sogar mit Strohhalm. Nur, was riecht hier so komisch? Ist jemand gestorben? Ganz bestimmt. So, Stinktrink und Strohhalm. So, jetzt könnten wir im Prinzip alles einmal die was Karte rauf und runter bestellen. Kaffeewasser, Biggidi-Baggidi-Bu. Biggidi-Baggidi-Bu. Okay.
So, wie wär's damit? Einmal... Barmann, ein Drink. Aber einmal Biggidi-Baggidi-Boo. Einen Biggidi-Baggidi-Boo, bitte. Steht nicht auf der Karte. Oh, doch. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst draufgeschrieben. Gib es zu. Ja. Ich glaube, dafür braucht man vielleicht sogar unser Unterschriftenfälschen-Diplom. Was wir auch noch brauchen. So, das Problem ist, ich werde mir das alles nicht merken können, was ich wo brauche. Strohhalm, Stink, Drink. Jo, was haben wir denn noch Schönes? Was können wir noch miteinander kombinieren? Bolo-Schläger brauchen wir, denke ich, auch nicht. So, jetzt bin ich aber langsam verzweifelt. Oder nicht unbedingt verzweifelt, aber ich weiß nicht mehr, was wir tun sollen. Jo, denn theoretisch haben wir soweit eigentlich alles abgefrühstückt. So, der Bienenmann, den haben wir versorgt. Also, er hat zumindest... Wir haben mit ihm interagiert, sagen wir es mal so. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir in irgendeiner Form ein Ticket bekommen. Das Problem ist, ich weiß nicht genau wie. Können wir den Stinktrink trinken? Ich muss verrückt sein. Okay, wir können ihn wirklich trinken. Läufst du grün an, Edna? Geht es dir gut? Edna. Hallo? Sag doch was. Die Rothäute haben das vor umzingelt können. Oh, Gott sei Dank, alles wieder wie vorher. Wunderbar. Wie war der Drink? Ja, ist durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Da war eine Fliege drin. Ist ja ekelhaft, warte mal. Schauen wir, wie es ein bisschen ruhiger. Cocktailglas. Voll, das sieht voll aus wie das hier. Ja, Zickzackschere und Cocktailkarte, keine Ahnung. Ein paar Muster werden ja wohl nicht schaden. Okay, sie hat das nicht wirklich gemacht, dankeschön. Formular, Topflappen. Es geht's dran, dass wir Sachen miteinander kombinieren, ne? Fliege, reden wir erstmal mit ihr, ne? Hallo, kleiner Freund, wie ist es da drüben? Hallo? Nicht, okay, dann ist halt nicht. Schauen wir sie erstmal an, das hilft vielleicht weiter. Diese Fliege ist bereits auf der anderen Seite. Ja, denn, schauen wir vielleicht mal, wo können wir die denn einmal unterbringen? Senf, Ketchup drauf. Ketchup kann man zu allem essen. Fliege mit Ketchup. Njam. Gut, sie nehmen doch kein Ketchup, aber wir können sie vielleicht, keine Ahnung, mit Comic-Heft. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt irgendwie... Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Ja. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Mücke im Baumharz, Mücke im Baumharz. Hier, da, Kollege, ich... Oh, ho, 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 danke, liebes Spiel, für diese Andeutung. Mücke im Baumharz. Hier, Kollege Professor. Kollege Professor, zur Tür. Mücke im Baumharz. Kollege, hallo. Ich habe was für Sie. Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Dino-Dioness in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Dino-Suchprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Meshelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein mähnen. Kommen wir ins Geschäft? Abgemacht. Deal. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Ah, ein Kleiderbügel. Also doch der Kleiderbügel. Also doch der Kleiderbügel. Nummer 3. Ja, dann würde ich sagen, also... Ach so, wir sind aber... Ach Mist, Nummer 2 ist dran und nicht Nummer 3, oder? Gehen wir vielleicht mal... Vielleicht klappt's ja trotzdem. Frage ist, wer hat Nummer 2? Das ist der Frage. So. Haben wir das eigentlich schon bekritzelt? Nur so mal aus Interesse. Nicht, dass wir das noch sträflichst vernachlässigen. Der Lichtbereich ist stets sauber zu halten. Okay, haben wir noch nicht. Jo, Kollege... Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, das ist ein gültiger Fahrschein.
Aber du bist noch nicht an der Reihe. Stell dich hinten an und warte, bis deine Nummer aufgerufen wird. Was? Du hast Ticket Nummer 3. Dran ist aber die Nummer 2. Ach, das ist doch Käse. Das System irrt niemals. Das System! So, das Problem ist, wir haben jetzt ja nur noch den Typ, der anscheinend im Wäschelift wohnt, laut eigenen Aussagen, oder eben der Alu-Mann. Der ja auch irgendwie... Oh, schau mal, wenn wir durch die Tür gehen, da hat das hier keinen roten Fleck. Also, wenn wir hier... Alu-Mann. Hast du vielleicht... Du hast doch den anderen Kleidebügel. Hast du den Nummer 2? Entschuldige bitte. Ja, mein Kind? Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen? Genau. Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Ja, eigentlich schon. Danke, du bist ein echter Freund. Das Problem ist, ob das Sinn macht. Das ist Nummer 2, aber ich denke mal, es, also eigentlich, theoretisch, in... Also nach praktisch logischem Kombinieren und Überlegen dürfte das ja eigentlich praktisch, theoretisch, also eigentlich so passen. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Darf ich jetzt da durch? Hallo? Herr Mantel. Okay, jetzt lernen wir den auch mal kennen. So, hier haben wir nur Herr Mantel. Da kommt der nächste Ausgang. Ich wollte aber mit Herr Mantel reden. Und los geht's. Dann reden wir mal kurz mit Herr Mantel. Ich glaube, wir haben nicht viel Zeit. Hallo? Dankeschön. So, reden mit Herr Mantel. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name? Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Was? Also, er denkt, er wäre ein Gehrock. Cool. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Tatsache. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Oh, ja genau. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Ah. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Aber dadurch, dass wir... Also, dass wir unten in die Wäscherei können, können wir jetzt ja quasi zwischen den beiden Welten wechseln. Also zwischen den... In den Gängen, wo wir am Anfang waren und zwischen den Gängen, wo wir jetzt sind. Ich würde mal sagen, das hilft uns durchaus weiter. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber... Hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Aber wir haben doch jetzt hier voll toll das schöne hier Licht und so. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach, das... Das sind nur Wolfsspinnen. Ach so, das hört sich nicht bedrohlich an. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Oh, mein Aber wie wäre es mal mit... Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Ja, nee. Oh, da kommt er schon.
Also während wir mit ihm reden, haben wir quasi unendlich Zeit und hier können wir theoretisch uns bewegen, wie wir wollen. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Hä, komme ich da nicht raus? Eigentlich ja schon, oder? Dann warten wir am besten einfach mal. Da kommt der nächste Ausgang. Jep, einmal raus da, meine Dame. Ein neues Zuhause, Lift Girl. Ach, süß. Können wir nicht einfach... Ich würde mal gerne zu dem zweiten Ausgang, weil das ist, glaube ich, der interessantere von allen. Weil es da ihm weitergeht, jo, meine Damen und Herren, gell? Aber ich würde auch gerne mal schauen, ob wir wirklich... Da kommt der nächste Ausgang. Tatsache. Aber wir können natürlich auch unten zum Wäschelift. Das fände ich eigentlich auch interessant. Also nochmal nach unten. Und los geht's. Also unten zur Wäscherei. Da können wir doch auch irgendwie aussteigen. Oder. Das weiß ich eben nicht, ob wir da aussteigen können. Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Mit ihm können wir auch nichts benutzen. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, dann spring mal, meine Dame. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Okay, wir kommen da doch nicht raus. Das heißt, wir kommen wirklich nur bisher zwischen dem Teil mit dem Kontrolleur und dem anderen Teil raus. Das ist natürlich schade. Da kommt der nächste Ausgang. Aber auch hier alles schön in lila gehalten. Das ist schön. Egal, dann würde ich sagen, warten wir am besten einfach mal hier. Bis zur nächsten Folge. Ist heute ein bisschen länger geworden. Ein bisschen, aber... Jetzt sagen wir, schauen wir das nächste Mal, was wir denn alles so tun können. Wo wir hinkommen, welche Wege wir haben und das mit meinem, wir kommen ganz überall hin, hat sich dann doch nicht hundertprozentig bewahrheitet. Aber was willst du machen? Also, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und genau, vielen Dank fürs dabei sein. Tschüss.